Ja, nach dieser Vorarbeit mit dem Lemma von Gronwall wollen wir uns jetzt anschauen, die Stabilität für Anfangswertaufgaben. Und da gucken wir uns das mal an. Angenommen, wir wollen lösen die Aufgabe y' von t gleich f von t und y von t mit y von a gleich y0. Wir nehmen an, f erfüllt die Voraussetzungen von P.K. Lindelöf, ist also insbesondere Lipschitz stetig im zweiten Argument mit der Lipschitz-Konstante L. Und es sei auch alles so, dass auf dem gesamten Intervall AB eine Lösung für diese Anfangswertaufgabe existiert. Okay, unser Problem ist, statt f steht nur eine Näherung f-Schlange zur Verfügung. Statt y0 steht nur eine Näherung y0-Schlange zur Verfügung. Aber immerhin sei bekannt, dass f-Schlange und y-Schlange nicht komplett falsch sind. Es sei nämlich bekannt, dass der Unterschied zwischen f und f-Schlange, also die Supremumsnorm von f minus f-Schlange kleiner gleich epsilon ist. Und der Fehler von y0, also Norm y0 minus y0 Schlange, kleiner gleich Epsilon Schlange ist. Okay, und das Einzige, was uns überbleibt, ist f und y0 kennen wir nicht. Das heißt, wir können nur die falsche Anfangswertaufgabe lösen. Das heißt, wir müssen suchen ein Y Schlange mit der Eigenschaft Y Schlange Strich von t ist f Schlange von t und Y Schlange von t und Y Schlange von a ist Y0 Schlange. Okay, zunächst mal ist die Frage, besitzt diese leicht falsche Anfangswertaufgabe denn auch eine Lösung auf dem Intervall AB? Naja, und da haben wir bei den Folgerungen aus dem Satz von P.K. Lindelöf haben wir schon bemerkt, naja, wir können das Y0 schlagen, wir können tatsächlich den Anfangswert ein bisschen falsch wählen und wir können auch die Funktion ein bisschen falsch wählen. Und diese Eigenschaft, dass die Gleichung auf dem gesamten Intervall lösbar ist, die bleibt bestehen und das haben wir uns klar gemacht mit Hilfe der Kegelbedingung. Okay, gut. Also wir setzen jetzt also voraus, y und y Schlange existieren. Das heißt, unsere beiden Anfangswertaufgaben haben auf dem gesamten Intervall jeweils eine Lösung. Und ich behaupte, das gilt die Norm von y Schlange von t minus y von t ist kleiner gleich epsilon Schlange plus epsilon mal t minus a mal e hoch l mal t minus a für alle t aus dem Intervall AB. Okay, gut. Das müssen wir irgendwie beweisen mit dem Lemma von Gronwall. Und der große Trick ist hier eigentlich, dass wir diese Funktion, auf die wir Gronwall anwenden, vernünftig definieren. In diesem Fall definieren wir u von t einfach als die Fehlerfunktion, nämlich als den Unterschied von y-Schlange von t und y von t, also die Norm von y-Schlange von t minus y von t. Naja, dann gilt mit Sicherheit, u von t ist gleich. Naja, also dieses y-Schlange von t ist ja Lösung der falschen Anfangswertaufgabe. Das heißt also, wir können die entsprechende Integraldarstellung hier einsetzen. Und es gilt, dass y-Schlange von t ist gleich y0 Schlange plus Integral a bis t f Schlange von s und y-Schlange von s ds. Okay, das y von t ist die Lösung der richtigen Differentialgleichung. Das heißt also, das besitzt die Darstellung y0 plus Integral a bis t, f von s und y von s ds. Naja, und wenn ich das jetzt zusammenfasse, ich mache mal gleich hier Dreiecksungleichung, dann ist das kleine gleich der Norm von y0 Schlange minus y0 plus ja, die Norm von diesen Integralen hier vorne und die Norm ziehe ich mal gleich rein, wie wir das immer gemacht haben. Und dann ergibt sich hier das Integral von a bis t, Norm f-Schlange von s und y-Schlange von s minus f von s und y von s ds. Ja, also hier der erste Term und hier der letzte Term. Wenn ich das so hinschreibe, dann sieht man, da wird nichts draus. Ja? Also da muss ich noch irgendwie einen Trick anwenden. Und deshalb, das, was ich mache, ist, ich ziehe hier einmal so ein f von s und y-Schlange von s ab und addiere es hier vorne sofort wieder drauf. Und dann habe ich nichts getan. Ja? Das bleibt mit Sicherheit richtig, was hier vorne steht. Okay, gut. Jetzt mache ich nochmal Dreiecksungleichung. Und zwar diesen Term hier vorne, diese lange Norm, die teile ich in der Mitte auf. Und dann gilt erstmal, naja, das y-Schlange minus y0 ist nach Voraussetzung kleiner gleich epsilon-Schlange. Dann haben wir hier ein Plusintegral a bis t,
Und naja, wir wenden hier die Dreiecksungleichung an. Das heißt, es ist kleiner gleich die Norm von dem ersten Teil. Das ist also ein f-Schlange von s und y-Schlange von s minus f von s und y-Schlange, f-Schlange und minus f von s und minus f von s und y-Schlange von s ds plus das Integral a bis t über den zweiten Teil hier vorne. Und das ist ein f von s und y-Schlange von s minus f von s und y von s ds. Okay, schauen wir uns dieses erste Integral hier vorne an. Naja, das ist der Unterschied zwischen f-Schlange und f. Naja, wir haben gesagt, egal wo wir das auswerten, die Unendlich-Norm ist kleiner gleich Epsilon. Das heißt, also, dieser Unterschied hier vorne ist kleiner gleich Epsilon. Und es gilt, dieser erste Teil ist kleiner gleich Epsilon-Schlange plus Integral a bis t über Epsilon. Das ist also Epsilon mal t minus a. Der zweite Teil hinten, das ist ein Integral a bis t. Naja, und jetzt haben wir hier etwas stehen, das ist die Funktion f, die ist Lipschitz-stetig mit der Lipschitz-Konstanten L. Das heißt also, das ist kleiner gleich L mal, naja, Y-Schlange von S minus Y von S. Ja? Das ist also genau hier die Lipschitz-Bedingung im zweiten Argument eingesetzt. Okay, gut. Jetzt sehen wir aber, dieses Y-Schlange von S minus Y von S hier vorne, naja, das ist nichts anderes als U von S. Und das heißt, wenn wir das hier vorne mal als Alpha von t bezeichnen und das hier vorne als Beta, dann bekommen wir hier die Aussage, dass u von t ist kleiner gleich Alpha von t plus Beta mal das Integral von a bis t u von s ds. Okay, ja, also das, ah, genau, da habe ich es tatsächlich genau einmal stehen. Okay, gut. Das ist genau das, was wir für Gronwall brauchen. Und ich setze jetzt einfach Gronwall ein, also die Folgerung, das Korollar für konstante Koeffizienten, ja, denn das Beta hier vorne, das ist L, ist konstant. Das heißt also, es gilt, dass U von t kleiner gleich Alpha von t plus Beta, na, hier setze ich gleich das L wieder ein, plus L mal Integral Alpha a bis t Alpha von s e hoch L mal t minus s ds ist. Okay, das ist einfach nur Gronwall. Ja? Einfach jetzt nur Gronwall mit konstanten Koeffizienten hier vorne eingesetzt. Und jetzt sehen wir zunächst mal, naja, hier vorne steht so ein Alpha von s. Naja, also das Alpha ist streng monoton wachsend. Das heißt, das ist bestimmt kleiner gleich Alpha von t, denn ja, ne, das ist kleiner gleich Alpha von t, denn das s hier vorne ist kleiner gleich t. Also kann ich das hier vorne gleich auch, dieses Alpha von t gleich auch nehmen und auch hier vorne rausziehen. Dann bleibt hier noch über so ein L mal Integral a bis t e hoch L mal t minus s ds. Naja, von diesem L mal e hoch L mal t minus s kann ich immer die Stammfunktion sofort angeben. Das ist nichts anderes als minus e hoch L mal t minus s. Okay, gut. Das heißt also, dass das insgesamt haben wir hier, das ist dasselbe wie Alpha von t, das kann ich rausklammern, mal 1 plus dieses Integral hier vorne, also diese Stammfunktion, ausgewertet in den Grenzen von a bis t. Setze ich die obere Grenze hier vorne ein, naja, dann steht hier gerade ein e hoch l mal t minus t, ist also e hoch 0 ist 1 und für die obere Grenze ergibt sich hier also ein 1 minus 1, das heißt, das hier vorne geht tatsächlich weg und das Einzige, was überbleibt, ist am Ende ein e hoch l mal t minus a. Okay, mit anderen Worten, das ist kleiner gleich, ist gleich Alpha von t und das war Epsilon Schlange plus Epsilon mal t minus a mal e hoch L mal t minus a. Und das war genau das, was wir zeigen wollten. Okay, das heißt also, für jedes t ist die Norm, schauen wir uns das nochmal an, ist die Norm von Y-Schlange von t minus Y von t ist kleiner gleich Epsilon-Schlange plus Epsilon mal t minus a mal e hoch L mal t minus a. Naja, die rechte Seite nimmt ihr Maximum im Intervall für t aus ab für t gleich b. Und das heißt, ich kann sagen, für alle t ist tatsächlich Y-Schlange von t minus Y von t kleiner gleich Epsilon-Schlange plus Epsilon mal b minus a mal e hoch L mal b minus a. Okay, das bedeutet also, die Supremumsnorm von Y-Schlange minus Y ist kleiner gleich
dem, was ich gerade gesagt habe, die obere Schranke der rechten Seite. Das ist Epsilon Schlange mal E hoch L mal B minus A plus Epsilon mal B minus A mal E hoch L mal B minus A. Okay, gut. Das heißt also, wenn wir das falsche Gleichungssystem lösen, können wir sofort angeben, wie groß maximal der Unterschied zwischen der Lösung des richtigen Gleichungssystems, der richtigen Anfangswertaufgabe und der korrekten Anfangswertaufgabe ist. Okay, und wir sehen in jedem Fall, naja, der Fehler, der rauskommt, der hängt linear ab von Epsilon und Epsilon-Schlange. Das heißt insbesondere erstmal, wenn Epsilon und Epsilon-Schlange gegen 0 gehen, dann geht auch der Fehler gegen 0. Ja, das heißt also tatsächlich, dass Y-Schlange hängt erstmal stetig von diesen Fehlern ab. Und also wir haben erstmal Stetigkeit in Epsilon-Schlange und Epsilon. Dann, dann haben wir nochmal gesagt, wann ist eine Aufgabe stabil? Ja, eine Aufgabe ist stabil dann, wenn der Fehler im Ergebnis stetig abhängt von den Fehlern in den Daten, also stetig abhängt von den Fehlern von den Fehlern in Y0 und Y-Schlange und Y0 und F. Und genau das ist hier offensichtlich der Fall. Das heißt also, in diesem Sinne ist tatsächlich die Anfangswertaufgabe stabil lösbar. Und insbesondere können wir tatsächlich, wenn wir wissen, wie groß der Fehler ist unserer Daten, also der Fehler von F und Y0, können wir direkt angeben, für welchen maximalen Fehler wir bei der Lösung des falschen Gleichungssystems erwarten müssen.